Wer brütet am besten? Die Mädels werden beim Verzieren der Keramikeier so viel Spaß haben. Das ist unser Lieblings-Osterbrauch. Das und Osterlämmer aus Butterform, stimmt's? Hallo! Emma, ich habe Neuigkeiten. Tante Sophie musste los, da ein Hase Bauchschmerzen hat. Sie hat mich gebeten, hier aufzupassen. Das sind tolle Neuigkeiten, Olivia. Also, nicht so sehr für den Hasen. Nein, nein, das sind nicht die Neuigkeiten, sondern das, was gerade hier passiert. Die Papageienküken schlüpfen bald. Komm schnell vorbei. Schon unterwegs. Super, ich hole Andrea, Mia und Stephanie. Olivia! Gerade noch rechtzeitig, die Eier sind hier. Und für uns habe ich Keramik-Ostereier zum Verzieren mitgebracht. Aber zuerst erleben wir, wie Küken aus echten Eiern schlüpfen. Komm! Olivia? Ui, ui. Ihr Süßen. Kommt schon. Kommt. Kommt. Los. Los. Kommt. Vielleicht ist sie los und hilft ihrer Tante, den kranken Hasen zu behandeln. Sieh mal. Das müssen die Papageieneier sein, von denen Olivia sprach. Sie sind wunderschön. Oh nein. Sie sind kalt. Dann schlüpft nichts. Wir wärmen sie auf. Schnell. Wir brauchen etwas Warmes und Weiches. Ein Kissen. Perfekt. Jetzt noch ein Huhn. Ein Huhn? Dieses Huhn hat schon viele Küken ausgebrütet und hat Berufserfahrung. Schon gut, ihr Süßen. Wir leihen uns eure Mama nur aus. Kommt schon raus. Kommt. Kommt. Los. Los. Vergiss das Huhn. Wir nehmen einfach die Ente. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Dieses Tier legt Eier. Es geht los. Kommt schon. Los. Los. Vergiss diese Eierausbrüter. Wir nehmen etwas, was warm ist und sitzen kann. Oh, die sind so putzig. So umwerfend. Psst, die Küken schlüpfen. Verstehe. Und ihr fliegt bestimmt im Winter gen Süden.